Hallo zusammen, da bin ich wieder, nach einiger Abstinenz. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, um das Wochenende einige Holz abzudrehen. Aber es ist momentan echt wie verhext. Es kommt immer anders als geplant. Und ja, es ist wieder Sonntagabend und ich schaffe es einfach nicht. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe das Wochenende auch recht mit Migräne zu kämpfen gehabt. Und zu dem Video habe ich es geschafft, wie ihr es gesehen. Allerdings eben nachher werde ich wahrscheinlich nicht noch viel mehr drehen können, weil ich mache nächstes Wochenende wieder an einem Flohmarkt mit und muss dann nachher aber auch noch das Zeug raussuchen, weil ja, unter der Woche habe ich ja auch kaum Zeit. So, aber genug zu dem. Ich würde sagen, wir legen mit dem Haul los. Ich würde euch ja heute gerne wieder einen neuen US-Shop vorstellen, wo ich jetzt auch schon ein bisschen getestet habe und ich bin sehr begeistert davon. Und zwar handelt es sich um Up the Creek Sense. Ja, es gibt eine Webseite, wo ihr bestellen könnt. Die liebe Verkäuferin heisst Shannon. Und speziell an ihrem Shop ist, sie tut mehrmals in der Woche ihre Ready-to-Ship-Items aufstocken. Allerdings weiß man nie, wen das da ist und was sie genau aufstockt, welche Produkte, welche Düfte. Es ist immer ein bisschen eine Überraschung sozusagen. Allerdings ist es auch ein bisschen schwierig, weil ja, wenn man zu spät ist, hat man halt nicht mehr die grosse Auswahl. Also kurz nachdem sie es aufgefüllt hat, macht sie dann in der Facebook-Gruppe einen Post und sagt so, es ist wieder aufgefüllt. Aber durch die Zeitverschiebung da zu uns ist es halt einmal nicht so einfach. Ich hatte aber Glück gehabt, muss aber auch ehrlich sagen, ich habe sie gefragt, wenn dass sie das nächste Mal auffüllen und sie ist so nett gewesen und ja, hat mir es gesagt. Darum habe ich so ziemlich alles verwünscht, was ich gerne wollte, zum Ausprobieren. Und sie weiß auch von dem Video. Also sie wird es schauen und ja, das freut mich sehr, weil sie versteht ja kein Wort. Ja, so viel zu dem. Sie bietet verschiedene Produkte an. Ich würde sagen, so ihres Hauptding sind die 4-Packs, also 4er-Pack. Von denen habe ich auch am meisten. Die werden da gerade sehen. Und Preise sage ich euch dann auch noch. Würde aber sagen, wir legen los mit den Pröbli. Und das finde ich auch mega nett, weil die Tüte ist wirklich so proppevoll gewesen. Also es hat wirklich keinen Platz mehr gehabt, aber sie hat mir doch 3 Pröbli mitgegeben. Produkt haben ein bisschen gelitten, wobei ich nicht weiss, ob das war, weil sie zusammengequetscht waren oder weil sie halt ein bisschen Wärme bekommen haben. Aber ist nicht so tragisch. Also ich kann damit leben. Legen wir los mit dem ersten Pröbli und da ist der Melt leider zerbrochen, macht aber nichts. Das sieht so aus und ist in der Duftrichtung Strawberry, Raspberry, Guava. Also Erdbeere, Himbeere und Guava. Und ich bin ja nicht so die Fruchtig, also je nachdem, aber das schmeckt Hammer, das finde ich sehr fein. Allgemein muss ich sagen, alles hat im kalten Zustand einen sehr intensiven Duft. Und auch die zwei, die ich ausprobiert habe, hatten wirklich eine sehr gute Duftabgabe gehabt im warmen Zustand. Also eben, ich bin sehr begeistert von dem Shop. Meine zweite Bestellung ist auch schon unterwegs. So, kommen wir mal zum zweiten Pröbli und da ist Duftrichtung Satsuma. Und ich weiß endlich, was Satsuma sieht. Es ist ein Body Shop Dupe. Und sollte, ich sage, sollte ganz starker Orangenduft sein. Also ich habe gewusst, dass es was Fruchtiges ist und es ist wirklich sehr intensiv. Ich empfinde ihn schon fast ein bisschen als stechend. Und jetzt, wo ich weiß, was ist, kann ich es auch in Verbindung bringen mit wirklich Orangen. Aber wirklich so ganz stark. Also mir eben fast ein Ticket zu stark. Und ja, das sind so zwei Brittle-Stück. Die bietet sie einmal auch an in so grossen Pack. So, und das letzte Pröbli ist ein typischer Melt von ihrem Shop. Und zwar ist das so ein flaches, rundes Kreisli mit
einem Druck innen dran. Ich nehme es einmal raus. Und zwar ist der Duft richtig Pecan Waffles. Und abgesehen davon, dass sie sehr gross sind, sehen wir jetzt hier den Aufdruck ab der Creek Sets mit dem Sternchen. Also sie sind auch sehr gross. Und oh, der ist auch der Hammer. Also man schmeckt Pekannuss, aber sehr, sehr cremig. Nicht würzig, sondern eher cremig. Sehr fein, auf den freue ich mich riesig. Ja, das sind Pröbli gewesen und jetzt gehen wir weiter zu dem, was ich gekauft habe. Und zwar fangen wir mit dem ersten Viererpack an und die sehen so aus. Da kommen da 4 Stück über für 3,75 $. Also ich finde es ein absolutes Schnäppli, weil ich bin ja, sage ich mal, eine grosszügige Schmelzerin. Ich tue wirklich einen ganzen pro Mal abbrennen. Das heisst, ich kann 4 Mal. Aber ich denke, es gibt sicher viele, wo einen halben wir langen. Das heisst, ihr könntet 8 Mal die Melz verwenden für 3,75 $. Also das ist der Hammer. Und die Päckchen sind verschieden. Eben, zum Teil haben da solche Melz drin, zum Teil die flachen grossen. Da werdet ihr sehen, das ist wirklich unterschiedlich. So, und die erste Aufrichtung, die wir haben, oder ich habe besser gesagt, ist Bazooka Bubblegum. Und ich weiß gar nicht, ich glaube heutzutage gibt es Bazooka nicht mehr. Ich kenne es noch von meiner Kindheit her. Und oh mein Gott, also 1:1 Bazooka Kaugummi-Duft, mehr muss ich da nicht sagen. Sehr, sehr kitschig, aber wirklich der typische Bazooka Kaugummi-Duft und bin ich sehr froh. Dann kommt ein Viererpack, wo nur noch 3 drin sind, weil den habe ich eben schon ausprobiert. Und da habe ich Duft richtig Cap'n Crunch Berries. Oder Cap'n Crunch Berries. Ich habe geschaut, ich habe die Duftbeschreibung nicht gefunden. Wenn ich mich nicht täusche, sind da glaube ich auch so Morgen-Cerealien. Ich weiß es nicht. Und den habe ich als erstes in meiner Duftlampe gehabt und der hat wirklich so eine enorme Duftabgabe, also so intensiv Hammer. Auch da schon so im kalten Zustand, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen unschlüssig gewesen, ob mir der gefällt. Er schmeckt beerig. Ja, eigentlich beerig. Und aber im warmen Zustand bin ich echt so dermaßen positiv überrascht. Also den würde ich mir definitiv nachkaufen. Den nächsten haben wir in Blau. Da habe ich jetzt eben, oder da hat es jetzt eben 4 solche Tarts drin. Und da habe ich Duftrichtung Rainbow Confetti Cake. Allgemein ist Confetti Cake sehr ein beliebter Duft in ihrem Shop. Aus was der genau besteht, kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein kuchiger Duft, der allein vielleicht nicht so intensiv ist. Und das schmeckt auch so herrlich. Rainbow ist auch irgendwas Fruchtiges und zusammen mit dieser cremigen Note Hammer. Also bin ich auch sehr gespannt, wie der im warmen Zustand ist, aber freue mich riesig. Also ich könnte wirklich stundenlang an diesen schnüffeln. Ich bin so begeistert. Der nächste ist Frankenberry Ice Cream. Also ein fruchtiger Duft, ein beeriger Duft gemischt mit Eisduft. Und der ist auch so fein. Ich weiß jetzt nicht, welche Beeren da sind. Aber der ist jetzt spritziger als zum Beispiel der Cap'n Crunch Berries. Der hat spritzige Beeren drin. Und die Ice Cream Note kommt jetzt da nicht so intensiv raus. Ein schöner spritziger Duft.
So, den als nächstes habe ich mir gekauft. Butter Cookies. Buttergutzli. Oh, da könnte ich auch runtergehen. Ein leichter, vanilliger Duft. Echt fein. Also, wirklich herrlich. Den habe ich mir noch gekauft. Lemon Marshmallow Confetti Cake. Und auch die sind herrlich. Das ist eher so, so nicht ein spritziger Zitronenduft. Hat ja auch Marshmallow drin. Sondern mehr so ein zitronenkuchiger Duft. Wieder sehr cremig, aber man nimmt Zitronennoten sehr gut wahr. Oh, am liebsten würde ich da überall reinbeissen. Und dann kommen wir mal zu meinem letzten Viererpack. Und da habe ich Duft richtig genommen. Jetzt wird der Fokus gar nicht mehr. Jelly Donuts. Also Donuts mit Fülle. Nennt man wieder den Boden. Und oh, das schmeckt auch so Hammer. Das schmeckt mir wirklich, das schmeckt wie Gonfi-Marmelade. Kombiniert mit dem Donut-Teig. Also, der würde ich mir auch wieder nachkaufen. Also, ich finde alle Hammer und würde mir, sorry, würde mir glaub, praktisch alle nachkaufen. Außer vielleicht ein Zucker-Kaugummi nicht, weil der wirklich schon sehr krass ist. Aber sonst sind alle Hammer. So, und dann kommen wir fast zum Schluss. Habe ich mir noch so zwei Bags gekauft. So 12er-Packungen und da kostet ein Pack 10 Dollar. Ich finde es auch ein super Schnäppli, weil ihr habt in diesen 12er-Pack genau die gleichen Tarts wie in diesen 4er-Pack. Also entweder die etwas dickeren oder die flachen mit dem Aufdruck. Ich zeige es euch nochmal. Und da habe ich auf gut Glück, weil ich gedacht habe, es hat mit Pink Sugar zu tun, habe ich mir ein 12er-Pack gekauft in Pink Buttercream. Buttercream. Und also den habe ich auch schon in der Duftlampe gehabt und ist auch Hammer. Und eben gesehen, also da kommen da wirklich die gleichen über. 12 von denen, aber auch gemischt zwischen denen und denen da. Also eben für die, die lieber wenig schmelzen, ihr könnt die eigentlich auch halbieren und habt dann schlussendlich eigentlich 24 Melz. Und oh mein Gott. Es ist Pink Sugar mit Buttercreme sozusagen. Ein Hammer. Auch eine super Duftabgabe. Cap'n Crunch, ein Ticken intensiver im warmen Zustand, aber auch der, also wirklich verteilt sich wunderschön und nimmt man sehr schön wahr. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem letzten 12er-Pack. Und ja, jeder Shop hat ja eigentlich, oder fast jeder Shop hat ja eigentlich einen speziellen Duft, wie so eine hauseigene Marke. Und bei ihr würde ich sagen, ist es eindeutig der Duft. Und zwar handelt es sich da um Michigan's Original Superman Ice Cream. Sie kommt aus Michigan. Und das ist wirklich eine Eissorte, die es dort gibt. Und sie hat ja, versucht, die Eisnote so gut wie möglich nachzumachen. Und ich habe ja den auf gut Glück gekauft, sozusagen wieder. Und ich liebe den Duft. Er ist Hammer. Und ja, aus wem er besteht. Also, er sollte bestehen. Weil ich nehme ehrlich gesagt nicht alle Noten wahr, aber er sollte bestehen aus Erdbeere, Vanillezucker, natürlich Ice Cream Duft und Blue Moon, das ist Blaubeere mit so einem Candy Duft, also so einem Bonbon Duft. Und er ist sensationell. Also ein cremiger, süßer, leicht fruchtiger Duft. Und ja,
Also ich bin wirklich froh, habe ich mir den gekauft, weil eben vor allem so Düfte wie der hier und so sind wirklich ganz schnell einmal ausverkauft in ihrem Shop. Und wie gesagt, so ein Sack 10 Dollar und für solche, die wirklich Spass haben mit den Mails umgehen, könnt ihr daraus einer 24 machen. Also auch ein Schnäppchen. Also Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich sensationell bei ihrem, muss ich nochmal so sagen. Und darum ja eben. Also meine zweite Bestellung ist auch schon wieder unterwegs. Ich freue mich schon riesig und ich kann euch den Shop eigentlich ja auch nur empfehlen. Ja, das wäre es gewesen, meine Lieben. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt zu dem Shop oder allgemein, wisst ihr ja, ihr könnt mir schreiben. Per E-Mail, via Facebook. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen.